Ja, meine Lieben, es ist Freitag, der 27. Juli. Es ist 19.35 Uhr. Wir haben es immer noch 32 Grad. Ich bin gerade aufgestanden und nun geht's heute ab auf den Kiez. Da die Deutsche Bahn mal wieder Bauarbeiten hat auf meiner S21-Strecke im Hamburger Osten und die ganze Scheiße von Bergedorf bis Berliner Tornow geht, bedeutet das für mich ein bisschen tricky hin und her, da Berliner Tornow nicht barrierefrei ist. Warum machen die nicht gleich den Schienenersatzverkehr bis zum Zopp? Ich mache 3 Kreuze, wenn das endlich fertig ist. Kann nicht angehen, ey. Rollstuhl-Basketball-WM im August hier in Hamburg. Ich freue mich drauf. Mensch, der Bus hat eine Klimaanlage. Cool. Das kann man auch nicht alle Tage erleben. Da fährt man mit dem Stadtbus auf der Autobahn. Ja, Leute, Berliner Tor bin ich angekommen. Gefühlt habe ich eine Sightseeing-Tour gemacht. So wie ich um die Kurven geflogen bin, war es definitiv keine Stadtrundfahrt. Und jetzt fahre ich außen rum, um zum Zopp zu kommen. Da meine Leute warten. Ja. Was für eine Weltreise, ich bin am Zopf. Jetzt fehlen noch die Jungs. Ah! Ich hab noch 2 Ausschau gehalten. Er kennt mich. Was geht ab, mein Bester? Er holt gerade 4 nochmal. Ach so, das ist der Flo. Hello. Hello. Da haben wir Jan. Hello. Ja, moin. Stößchen aufs Nöschen. Stößchen. Machen wir jetzt hier in der Wandlerhalle. Oh, rundes Bier, ne? Aber was Frisches. Naja, also wir stehen jetzt hier gerade vorm Riesenrad und wir kommen auf die glorreiche Idee. Hey, Riesenrad ist barrierefrei. Lass mal damit fahren. Mal schauen, was das wird. Auf jeden Fall haben sie einen Lift. Mal gucken. Auf in die Ritze, ey! Also ich muss sagen, ne, ich lasse mich da jetzt ein bisschen schieben, weil meine Atems gleich leer sind. Und das bei Menschenmaßen, wenn man das nicht selber unter Kontrolle hat, wo man hinlenkt, geschweige denn mit den Schlaglöchern und so weiter und so fort, mit den Scherben. Ey, das ist ja grauenhaft. Auch wenn er das gerne macht, aber ich fahr lieber selber. Ja. Ich weiß gar nicht, was er hat. Ich habe noch kaum was getrunken. 3:30 auf der Reeperbahn. Frühstück. So, jetzt sind wir St. Pauli und ich habe irgendwie das Gefühl, der ganze Hamburger Nahverkehr besteht aus Schienenersatzverkehr. Zwischen Rathaus, was nicht barrierefrei ist, und Berliner Tor besteht nämlich auch Schienenersatzverkehr. Dementsprechend fahre ich jetzt bis Rathaus mit der Bahn
und dann nur noch mit dem Schienenersatzverkehr nach Hause. Hey, warum schiebst du mich? Ah, 4 Minuten kommt die Bahn. So, Leute, ja, wir haben es 5.35 Uhr. Ich bin bei mir zu Hause vor der Tür angekommen. Es war ein geiler Abend und der war auch bitter notwendig, gerade nach den letzten Wochen, die so ein bisschen chaotisch waren. Aber ja, ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin. Und ich hoffe auch, euch gefällt das Video. Ich wünsche euch alles Gute. Lasst einen Daumen da, abonniert gerne den Kanal. Aktiviert auch die Glocke, dann bekommt ihr sofort Bescheid, wenn ein neues Video online ist. Und ich verdrück mich ins Bett, ich bin alt geworden. Also, cheerio.